Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, in der wir heute Sachen tragen können. Bumm, wir können jetzt hier die Kiste rumtragen, das sieht dann so aus, können die dann wieder platzieren, können damit sogar Kisten-MLG machen, ganz wild. Das werden wir heute benutzen, um unser Haus zu beschützen, beziehungsweise die Schlüsselkarte zu verstecken, denn nur mit Hilfe der Schlüsselkarte kommt man in das Haus des Gegners und gewinnt das Battle. Und mit dabei ist auch Smolensky. Moitski! Wir können beispielsweise auch das Schwein nehmen und das auf der Kuh platzieren. Das ist aber gar nicht so einfach. Zack! Wow. Jetzt reitet das Schwein die Kuh. Ob man das zu dem Parcours zur Sicherung irgendwie benutzen kann, wir werden es herausfinden. Da muss man kreativ werden. Lina, ich wünsche dir viel Glück. Danke, ich dir auch. So, wir öffnen mit der Schlüsselkarte unser Haus. Und die Lina findet am Ende meine Schlüsselkarte. Ja, die soll sie natürlich nicht als erstes bekommen. Ist ja eine ganz klare Nummer. Wir stoppen die Zeit am Ende auch das Battle. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Truhen. Ich denke, wir werden auch ein bisschen was Lava-mäßiges brauchen. Ich denke, wir beginnen direkt mit so einem kleinen Weg. Ich habe mir da nämlich schon ein bisschen was überlegt. Was bastelt mal auf, Leute? Bastelt mal auf. Vielleicht machen wir hier diesen. So, man soll ja nicht cheaten können, ne? Und hier macht man dann so einen Zweierweg hoch. Und hier kann man sich dann direkt mit der Kiste, die da liegt, direkt hoch MLG, ne? Passt noch, das geht so. Oh, ich habe direkt verkackt. Man darf nicht zwei Stufen auf einmal nehmen, sonst schafft man den Sprung nicht. Das ist nämlich ein bisschen tricky. So. Oh, das ist aber zu einfach. Das muss schon höher. Lina, die reißt das schon. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 mal ist doch eine gute Zahl. Dann schafft sie das. So. Dann ist sie hier oben. Aber erstmal müssen wir hier natürlich das ein bisschen mit Lava füllen, damit sie nicht auf blöde Gedanken kommt und da irgendwie abkürzt. Ne? Dann muss man hier so einen kleinen Jumperoni machen. Aber so, dass man es halt, warte, 1, 2, 3, 4, es muss halt 5 weg sein, damit man nicht von hier irgendwie drauf springen kann. Das ist wichtig, ne? Jetzt haben wir einen 1, 2, einen Dreiersprung, das heißt hier. Aber den lassen wir weg, da muss die Lina mit der Kiste dann so sozusagen hinjumpen. Wir können ja ruhig das 2 Block breit machen, da haben wir das zumindest schön in der Mitte. Hier nochmal die restlichen Flecken mit Lava füllen, hier auch nochmal schön mit Lava rein. Barrier, Lina! Ja. Weiß ich nicht, was du da für Tricks. Aber ich hätte gern die Plätze. Wie machen wir das? Und dann hier auch nochmal einen Dreier. Und hier ist sie dann in der nächsten Stage. Dann kann die Lava auch erstmal weg. So. Aber die lassen wir natürlich weg. Ich hätte aber gern da. Wartet mal, geht das nicht? Wenn ich jetzt hier einfach eine Stufe mache, ist das dann nicht noch zusätzlich schwer? Dann müssen wir aber ganz schnell mal das Feuer ausmachen, nicht, dass es hier einen Unfall gibt. So, wir sind also mit der Kiste hier oben. Zack. Also, warte. Nee, falsch. Wartet. So. Jetzt machen wir diesen. So. Jetzt machen wir diesen. Ja, das geht, das geht. Aber jetzt ist man nicht drauf. Das ist ja bedauerlich. Geht das? Oh Gott. Ich bin in der Kiste. Nee, okay, das geht aber so leider nicht. Wobei man den Sprung natürlich auch so gesehen von hier schaffen würde. Ne? Das ist halt das Sinnlose bei der Sache, so immer. Aber wartet mal, was ist, wenn wir die jetzt einfach die Lava wegmachen und die Lina einfach auf blind? Das müsste doch auch gehen, oder? Die Frage ist, ja, wir machen mal ein Schild dahin. Wartet mal, Kiste abstellen. Denn Lina muss hier definitiv was berücksichtigen. Und zwar mache ich hier mal das Schild hin und da schreibe ich drauf, Kiste immer mitnehmen. Kiste muss man immer am Mann halten. So. Das heißt, man ist dann summa summarum hier mit einer Kiste. Oh, ich habe eine geile Idee. Ich habe eine geile Idee. Wartet mal. Dazu gehen wir wieder schön in die Mitte und machen diesen into diesen, into diesen, into diesen, into diesen, into diesen. Fertig. So, das machen wir alles eins höher. So geht das. Das muss man jetzt natürlich testen. Wartet mal. Die Truhe, Leute, die OG-Truhe. Cool, du störst dir gerade ein bisschen, es tut mir leid. Es folgt eine Wand aus Obsidianski. Dazu braucht sie natürlich ein bisschen Steine. Wir machen, wie viele Steine braucht sie da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Müsste reichen eigentlich, oder? Dann braucht sie natürlich einen Baum. Den geben wir ihr auch, der kommt hier hin. Bam, 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 bam. Ja, sehr schön. Hat sie einen Boom, hat sie Steine. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Eisen. Ne? So Eisen hat sie auch. Aber wir müssen es natürlich so machen. Das kann sie ja drüber springen. Warte mal, das ist allgemein ein bisschen schwierig. Immer so. Wobei, sie kann ja so gesehen auch diesen Move machen. Mann, wir machen Betrug ist verboten, Elina.
Betrug ist verboten, okay. So. Da müssen wir selbst jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Das weiß ich auch nicht genau. Jetzt kommt nochmal eine richtig coole Stage. Und zwar staple die... So, wir müssen mal selbst ein bisschen rumtesten. Wartet mal. Also jetzt haben wir hier schon mal 4. Das dürfte ja eigentlich problemlos gehen. 1. Ah, es fängt schon an. Ah, doch, da ging's. Boah, das ist aber gar nicht so einfach. Man muss das irgendwie genau hitten. 2. Geht das jetzt noch? 3. Das sind die Straßenmusikanten, die Bremer. Ja, da geht aber noch mehr. Was gibt's denn noch? Vielleicht wollen wir es auch ein bisschen schwieriger machen. Ja, das wäre eigentlich geil. Das ist schon geil, Alter. Das wird doch gefährlich, weil der greift dich halt an. Ja, das wird schon geil. Okay, also warte mal. Hey, Lina, du weißt gar nicht, was ich gehört habe. Haben wir noch den hier? Der müsste doch eigentlich auch kleiner sein, oder? Weil das geht nämlich nur nach Größe. So, und? Ja, da geht aber noch mehr. Das sind ja zu wenig. Oh, das ist eigentlich auch geil. Lass mich das mal testen. Uff, kann ich darauf ein Panda platzieren? Wir lassen ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, die nacheinander zu spawnen, weil das wird sonst, denke ich, es sind immerhin 6 Okolyten, ey. Das wird schon gar nicht so einfach. Sollte sie die Challenge erfolgreich bestehen, bekommt sie von uns den Top-Secret-Geheimen-Code und damit den... Wartet, nee. Wir müssen ja ein bisschen Auge fürs Detail auch machen, ne? Bekommt sie den Schlüssel, den super geheimen Superschlüssel, wartet. Schleudel bekommt sie dann, Schleudel 1337 für Pro-Gamer. Aha, okay. Und dann kommt sie mit Hilfe. Ja, wir müssen ja aber ein bisschen Platz einräumen, weil sie muss natürlich auch da, ich sag mal, Platz zum Wegrennen, ey. Der ist da definitiv notwendig. Aber das ist vielleicht sogar ein bisschen enger, aber es wird schon passen. Und hier kommt dann eine einfache Eisentür rein, die sie dann mit Hilfe... Warte mal, kann man die wegtragen? Nee, ach, das musste ich kurz kontrollieren. Mit Hilfe des Schlüssels kommt sie dann hier durch. Ich habe Platz für noch eine Challenge. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine geile Idee tatsächlich sogar. Und von da oben kann sie sich dann runterseilen lassen mit der... Mikrofon. Mute. Mit der Truhe, wo sie hoffentlich dran gedacht hat, die auch mitzunehmen. Und ich werde jetzt schon prophezeien, oh, ich hab die Truhe nicht mehr, ich muss zurücklaufen. Und dann muss sie jetzt zurück, aber sie kommt ja auch zurück, ist ja kein Problem. Und muss die Truhe, wir machen aber hier das Schild noch deutlicher, ne? Kiste, wartet, Kiste immer mitnehmen. Wichtig. Also wenn sie es dann nicht macht, dann ist sie ja nur selbst schuld, ne? Mikrofon Moin, Elina. Das Ding ist, dass man ja allgemein relativ viele Herzen hat und ich vermute mal, dass wenn man hier runterfällt, also das überlebt man halt so oder so, ne? Das heißt, die Lina muss jedes Mal, bevor sie loslegt, einen dicken Schadens-2-Drink trinken. Ich weiß ja nicht, was die Lina hier alles so macht. Apropos reinhauen. Die Lina braucht auch ein paar Spawn-Punkte. Hier gibt es natürlich nach jeder Epoche... Okay, das ist vielleicht ein bisschen gemein. Machen wir so. Dann, Elina, würde ich dich bitten, meinen Parcours als erstes zu betreten. Ich werde die Zeit stoppen. Ich wünsche dir viel Glück. Ich habe meine Uhr ready, Elina. Du kannst loslegen. Wenn du losläufst, dann drücke ich Start. Muss ich die Kiste mitnehmen oder öffnen? Einfach nur. Das. Mitnehmen. So. Ah, ja, okay. 3, 2, 1, go. Ich leg los. Let's go. Kiste immer mitnehmen. Wichtig. Nee, du musst schon da hoch, Elina. Nee. Was? Ich muss da hoch? Du musst da hoch. Ja. Okay. So, setz also, wieso machst du das so kompliziert? Jetzt von so, vorne, Elina. Nee. Von... Wieso willst du es jetzt allen beweisen? Ach so. Von der anderen Seite überlebst du halt, wenn du runterfällst. Das ist der entscheidende Unterschied. Ist... Ich dachte, das wäre die Challenge hierbei. Was? Ah, Kiste? Immer mitnehmen, Elina, wichtig. Gut. Das ist ein Weitersprung. Wie macht man den? Oh, da traust du dir aber was zu. Okay. Ja. Ha. Nein. Oh nein, die muss ich mitnehmen, oder? Die musst du mitnehmen, ja. Aber eigentlich kann man die von da greifen. Vielleicht einfach nochmal einen kleinen Sprung nach vorne. Du quatsch das Bett an! Nein, ach so! Du bist erst Stufe Nummer 2, Dina. Du bist schon bei 2,30. Du musst übereilen. Parcours ist leider ein bisschen schlecht gemacht. Was? Von der Stelle her. Ja, machst du gut, Elina. Machst du gut. 3 Eisen. Muss ich das verbrennen? Ja, mehr brauchst du eigentlich Kohle? Nicht. Nee. Aber ach so, das Eisen brauchst du eigentlich nicht. Sie benötigen nur eine Diamond Pickaxe. So, Elina, jetzt musst du Bedrock abbauen.
Diamanten. Und 1, 2, 3. Dias. Jetzt bauen sie mal bitte eine Diamantspitzhacke. Stufe Nummer 3. Okay. Bett gesetzt. 1, 3, 3. Stable drei, die sieben. Tiere nach Größe, Elina. Was hast du eingegeben? 1, 3, 3, 7. Ah, okay. Ich sag dir den Code, wenn du es geschafft hast. Panda, Spornei, Verwüster, Kuhspornei, Schweinspornei, Eisbären, Huhn. Dass ich das nicht sortiert habe, war anders dumm. Warte, ich sortiere nochmal kurz. Ja, wäre klug, es zu sortieren. Okay, ich glaube, von groß nach klein oder von klein nach groß? Ja, groß nach klein, natürlich. Andersrum geht's auch gar nicht. Ach du Kacke. Kannst du auch einen Ravager nicht auf den Huhn setzen. Ja, okay, Panda schon mal drauf. Richtig. Okay, Eisbär ist jetzt eklig. Ach, jetzt greift er nicht mehr an. Andersrum schärft. Boah, was war das denn? Der hat eine Rolle gemacht. Du kannst mehrere nicht draufsetzen. Ach so, oh Gott, ich dachte, das war nur ein Test. So, Panda, runter da, runter da. Oh Gott, der Eisbär erfliegt. Nein, der Eisbär, der läuft weg. Warte. Du hast ihn. Eigentlich unlogisch, eigentlich ist der Panda größer, ne? Aber egal. Jetzt die Kuh, sicher, dass die richtige Reihenfolge ist? Das wird schon stimmen. Kuh drauf. Boah, Alter, das ist der andere Turm von Pisa, der schiefe Turm. Schwein. Ich kann nicht hier hoch, ich bin zu klein. Oh, jetzt Huhn? Ja. Nur noch eins, ne? Ein Huhn. Oh! Oh. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt auch erraten. Junge, das ist echt ein geiler Tor, Alter. Sieht cool aus. Okay, Schleudel 1, 3, 3, 7. Gib dir einen Tipp, du hast was vergessen. Kiste immer mitnehmen. Ach so, ja. Da weiß ich nicht, das Abbau dauert 100 Jahre. Trank des Direktschadens. Muss ich einen sippen? Aber ich bin eh fast tot. Okay, was muss ich jetzt machen? Muss ich hier... Bin da, mit einem halben Herz. Überlebt. Okay, das war jetzt nicht so geplant, aber 7 Minuten 24. Oh mein Gott, das hat ja mega lang gedauert. Ja, bei manchen sagen, hast du dich angestellt, Lina. Sag ich dir, wie es ist. Aber erst gucken, ob ich es schaffe. Okay, Lina, hast du die Uhr ready? Los. Go, go. Okay, hier musst du mal den Entrümpler machen, Ben. Ja, ich merke das schon. Es gibt nur einen Weg. Ich kann mir auch vorstellen, dass du hier was versteckt hast. Nee, versteckt habe ich nichts, sage ich dir so. Wir rasieren hier gut durch. Ja, sehr sauber. Aber das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Da ist leider... Kann ich das sehen? Der Kerl ist ja nicht so wild. Wir machen einfach diesen. Hallo! Auf Abkürzerbasis angelehnt. Das muss er eigentlich nur noch... Das ist ja aber auch nicht der richtige. Außer hier ganz am Rand. Leben. Das muss ich dir aber auch denken. Hätte ich mal die Blöcke besser platziert. Jetzt muss ich hier wieder durch die ganze Reihe. Ja. Aber du bist auch abnormal schnell. Wow. Das war so krass, schnell. Oder? Hä? Irgendwie, Ben, hast du es verpasst. Ach, warte, hier, ich sehe es. Hier. Jawohl. So. Okay. Ich muss eine Kiste mitnehmen, denke ich. Ja, nimm dir eine mit. Yeah. So. Das ist so ein bisschen. Ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen extrem krassen. Oh Gott, Ben. Ich gebe dir einen krassen Tipp. Und zwar spring als erstes, bevor du auf die andere Seite springst. Und dann deine. So? Ja, so super. Ähnlich. Ja, okay, das ist schwer, glaube ich. Aber wir kriegen das hin. Also. Oh Mann, ich muss die doch auch nehmen, Ben Dorn! Also zuerst springen. Vielleicht ein Hopser. Am besten so an der Corner. Von der einen Ecke zur anderen Ecke. Nein! Oh, zu ambitioniert! Nimm dir einfach eine neue. Ich steck die mir jetzt hier einfach, Elina. Was hältst du denn davon? Macht einfach einen Jump'n'Rand aus. So ein Ding mache ich jetzt hier, nehme ich, Elina. Ja. Boom! Oh, yo! Ich habe sogar einen Checkpoint eingebaut. Yo! Auch kein Checkpoint, yo, Elina. Yo! Rainbow! Das war krank, oder? Geschafft, nice. 64 Kisten, jetzt runter die Butze wieder. Jetzt musst du hier springen und mit der Kiste da einfach landen. Das ist einfach ganz easy. Boah, stark, nice. Elina, stark. Nice, okay. Ich denke, du hast den Eingang hier vergessen. Da ist mir Malheur passiert. Komm mal rein. Kannst du rausgucken. Ist hier was drin? Kisten. Okay, ich habe eine Menge Kisten. Okay, müssen uns hier anscheinend... Wissen aber nicht, welche... Oh, welche richtig ist. Ach, das ist nervig irgendwie. Das soll aufhören. Mann! Da sind Barrier. Das heißt, das war falsch? Nein, es war richtig, aber über deinen Kopf sind Barrier. So. Deswegen kannst du. Aber es war richtig, hast du gesagt. Das habe ich jetzt auch nicht gesagt. War das nicht ein taktischer Fehler? Ich mach einfach diesen.
Das war ja falsch, Elina. Warum hast du so? Ich habe doch gesagt, dass ich das nicht gesagt habe. Du hast es gesagt. Nein, ich habe gesagt, dass es Barrier-Blöcke da gibt. Der Mace Master Benson. Ich sehe schon, dass das falsch ist. Wieso laufe ich da trotzdem hin? Weiß ich nicht. Bist ambitionierter Spieler. So, das ist falsch. Das ist falsch. Das war auch falsch. Das ist sowieso falsch. Da muss es ja Dittich hier sein, ne? Man, jedes Mal berührt man da die Lava. Das ist komplett. Das ist ja auch falsch. Das macht das ja aber alles auch keinen Sinn mehr hier. Es gibt ein richtiges Wind. Ja, das muss ja das hier sein. Ich bin da schon wieder, ne? Mann, du Mädelmann! Ich mach jetzt hier alles voll mit Kisten. Mir reicht's mit dem Brennen. Ah, hier ist richtig. Ah, hier. Hab's. Die sterben, Benson. Bitte Stop! Jetzt kein. Ah, ich bin im Ziel. Ah, yeah, yeah. War ich schneller? Na sicher. 4 Minuten 22. Jawohl, Leute. Wir haben das Trage-Battle. Wir sind der beste Umzugshelfer der Welt, Leute. Yo! Flaggt auf jeden Fall den Like-Button, würde ich mich sehr freuen. Abonniert den Kanal kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao! Ciao.